So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum kleinen Let's Play rein in die Souls-like-Spiele. Hier mit The Search von Deck 13 aus dem Jahr 2017. Wir sind hier bei Skybound Adventures angekommen und haben hier eine ganze Menge vermöbelt und auch ziemlich bittere Geschichten erfahren von einem kleinen Fan, den offensichtlich eine, ich weiß sogar, Mega-Cat oder wie hieß die, aus diesem Metal-Maus-Comic-Universum offensichtlich kurz nach der Signierstunde erledigt hat. Richtig bitter. Warren hier ist mit mir zusammen auf der Suche, was die Souls-Likes in ihrem Inneren zusammenhält. Und ja, im Moment hier muss man sagen, ist zwar sehr lebendig hier mit diesem Freizeitpark, eine coole Kulisse, aber es ist schon sehr linear. Buchstäblich wird man entlang des Kabels geführt. Ach, guck mal, der hier greift uns auch gleich an. Moment mal, aber da ist doch was dahinter. Da will ich aber hin. Wieso kann ich die nicht angreifen, Blödmann? Da haben wir doch letztes Mal auch. Also, was ist denn das hier? Habt ihr auch schon mal hoch zum Himmel geschaut und euch gefragt, wie das alles bloß funktioniert? Wie schafft es Creo, tagtäglich Milliarden von Partikeln unseres Wirkstoffs Project Resolve in die Atmosphäre zu bekommen? Tja, das ist keine Zauberei, sondern Wissenschaft. Dank kontinuierlicher das ist ja Zauberei, der Besten, Wissenschaft. Die in Creos streng geheimen Laboren schuften, können wir die Project Resolve-Formel immer weiter verfeinern. Und von gleich drei Startplattformen heben Raketen in Richtung Wolken ab, alle 10 Minuten. Wie cool ist das denn? Willkommen beim Creo Skybound Adventure. Wir sprengen jede Vorstellungskraft. Ja, offensichtlich habt ihr auch diesen ganzen schönen Planeten gesprengt mit eurer Resolve. Ist ja auch ein kleines Statement dazu, zu all diesen Leuten, die glauben, man kann die Klimakatastrophe abwenden, indem man irgendwelche Technologien entwickelt. Schönen Gruß an die Liberalalas in diesem Land. Das wird wohl nicht gelingen. Das Maß, in dem wir 200 Jahre Verschmutzung aufräumen müssen, werden wir mit Technologie nicht besiegen können, nicht allein. Ja, da müssen wir irgendwie reinkommen können. Boah, jetzt sehe ich wieder nichts. Na, stehen wir gleich wieder auf? Hallo Kumpel. Hast du mich gerade gegrüßt? Oh, versuch's doch. Okay, offensichtlich stimmt irgendwas noch nicht beim Lumberjack-Ding da. Oder? Ach, da haben wir ja den Energiekern auch rausgerupft. Dann brauchen wir den ja vielleicht da auch gar nicht. Guten Tag, Sie wünschen? Ne, wir haben heute geschlossen. Tut mir leid. Ne, Sie kommen hier eh nicht rein. Sie sind 1,80 Meter, 90. Ja, man muss ja nicht gleich so protestieren. Wie wäre es, wenn Sie einfach nächste Woche wiederkommen? Dann haben wir vielleicht was Größeres für Sie zum Waren. Sie können ja Ihre Adresse hier lassen. Ach, das ist auch interessante Info, dass Warren offensichtlich hier schon mal war, bevor er Teil von Creo wurde, ist er als Gast hier geführt worden. Da
Wo ist denn das Ding jetzt? Das ist ja schön in der Ecke hier, ne? Ne, jetzt zeig mir den rechten Arm hier, da. Ogerarm. Achso, den haben wir uns schon besorgt gehabt. Na gut. Wahrscheinlich haben wir jetzt durch dieses Hebelumlegen aber auch eine Dose aufgemacht, dass hier noch mehr Gegner kommen. Jetzt müssen wir da hinspringen können, wa? Das ist ja auch raffiniert, dieses Spiel. Ich finde allerdings auch ein bisschen linear jetzt. Ausdauer Boost XL versus Vision 2. Wir haben, glaube ich, 1 installiert, oder? Der macht 26. Immerhin 27. Also, ich habe es in den letzten Folgen schon mal erwähnt, der Progress ist wirklich mäßig hier. Oder ich mache was ganz Grundlegendes falsch und tausche nicht ständig meine Anzüge oder so. Irgendwas habe ich da hinten auch noch übersehen. Wir müssen hier irgendwie noch einen Strom anschalten können. Weil hier ist noch was dahinter. Und ich komme nicht drauf, wie wir da hinkommen. Das muss ja irgendwie... Vielleicht ist es unter uns da? Tatsache, da. Ja, wie kommen wir da hin? Ja, ich höre es ja jetzt. Jetzt brauchst du es mir nicht mehr sagen. Also hier kann man nicht rein. Dahinter kommen wir auch nicht rein, aber... Es muss doch irgendwie... da durchgehen irgendwo. War das in dem unterirdischen Gang? Das ist merkwürdig, 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 sehr merkwürdig. Moment mal, da geht das rein. Okay. Sollte man sich nicht reinfallen lassen, oder? Nee, das sollte man besser lassen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das hier eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Wir wollen einen nur verscheißern hier mit diesen... Oh nein! Oh, oh nein! Da hätte ich auch von der anderen Seite runterspringen können, ich Depp. So, hoppla hopp. Wollen wir uns mal schnell unsere Ecke, unser Zeug wieder. Ach, reck da nochmal den Daumen hoch. Das ging ja hier lang. Oh. Da komme ich jetzt gar nicht mehr hin, oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das Zeug nicht mehr ran. Ja,
10.000 Altmetall, das da rumfliegt. Komme ich echt nicht mehr ran jetzt. Ich würde das ja gern aufheben, aber ich kann es nicht aufheben. Wie gemein ist das denn? Deck 13. Okay, dann muss ich mir das wohl abschmecken. Ganz ehrlich, jetzt komme ich an das Ding nicht mehr ran da, oder was? Es ist doch nicht zu fassen. Was ist das für ein Geräusch? Geht der Gerät kaputt? Ach komm schon. Was ist das? Kann er nicht angehen, dass das da jetzt in diesem Loch hängen bleibt, ey. Das kann doch nicht angehen, dass ich da nicht mehr rankomme. Hm? Jetzt depper ich euch im Möbel, weil ich da nicht mehr rankomme. Was habt ihr jetzt davon? Das war ja herrlich blöde. Jetzt noch mal schön von Danger Mouse kaputt kloppen lassen. Das kann doch nicht angehen, dass man da jetzt nicht rankommt, ey. Aber ich stehe doch hier. Ich denk 13, bitte. Euer Altmetall ist verloren gegangen. Das Altmetall deiner Mutter. Mann, 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 Mann. Ach, den habe ich ganz vergessen. Ach, das kann doch nicht angehen, so weit, ey. 10.000. Okay, wir sind im Skybound-Ding drin. Wir haben den Strom angestellt und wir holen uns jetzt das hier noch. Wie gesagt, nicht besonders üppig multilinear hier. Vital Booster XL Version 2. Ja, Moment, hier kommt man auch nicht durch. Ich dachte, man käme jetzt... Kommt man denn dann zu diesem Fahrstuhl da? Es müsste ja irgendwie hinter diesen Schrotthaufen dann gehen. Aber da sehe ich nichts.
Geben wir die Basis zurück. Mal sehen, was der Operator sagt. Da schleicht jetzt erstmal Danger Cat rum, oder wie die heißt. Was für ein Blutbad, ey. Aber die Nummer ist taktisch schon nicht schlecht, ne? Dass man sich hier so einen Freizeitpark um die Fertigungskette baut und noch mit der eigenen Produktion nicht nur anzugeben, sondern auch was zu verdienen. Ich kann ja schon ein bisschen Ausrüstung hinpacken. Es sind ja 14.000 eigentlich. Ich weiß nicht, weshalb sollten wir die ausrüsten, weil es lustig aussieht oder was? Ich sehe in dieser Skalierung null Sinn irgendwie. Metallboost. Vitalbooster XL Version 2 plus 62 plus 58. Naja. Können wir überhaupt 6 einbauen? Was nehmen wir denn hier dann raus? Wir nehmen hier 4 raus. Das sollte doch gehen eigentlich, oder? Genau den und den rein. Ja, so sollte das doch gehen. Fein, fein. Alles andere eher nicht so fein, fein, fein. Kann ich bitte einfach einen neuen Exo-Rig bekommen? Junge, ich muss dir jetzt was erzählen. Tech 13 hat mich um 10.000 Altmetall gebracht. Kannst du dir das vorstellen? Hey, willkommen zurück, mein Freund. Gut gemacht. Alle Systeme laufen wieder, aber wir sind noch nicht fertig. Soll ich noch einem Kabel hinterherlaufen? Du musst das Wrack des Helis nach irgendwelchen Spuren von Chief Helwig und meinem Team durchsuchen. Das und halte auch nach der Blackbox Ausschau, ja? Die Daten darin können uns vielleicht sagen, was zur Hölle hier passiert ist. Das kann doch nicht alles sein. Die Sache ist die, als der Heli abgestürzt ist, war der Aufprall ziemlich heftig. Man kann sehen, wo er da oben abgestürzt ist, jenseits des Kraters. Hätte nicht gedacht, dass man da hinkommen könnte. Aber jetzt, wo die Systeme wieder laufen, kann sein... Der Rusty Spring Tower, den kann ich von hier aus steuern. Ich senke die Plattform ab und du kannst damit dann bis hoch zur Absturzstelle fahren. Meinst du, diese Maskottchen im Park haben auch was abbekommen? Ja. Ich denke, der Energiestoß hat deren Prozessoren gegrillt und deren Protokolle durcheinander gebracht. Kannst du mir nochmal erklären, was jetzt zu tun ist? Du musst für mich das Wrack des Helis nach irgendwelchen Spuren von Chief Helwig und meinem Team durchsuchen. Und halte auch nach der Blackbox Ausschau, ja? Die Daten darin können uns vielleicht sagen, was zur Hölle hier passiert ist. Okay. Das kann doch nicht alles sein. Die Sache ist die. Ja. Man kann sehen, wo er da oben ab... Aber jetzt, der Rat... Das ist jetzt aber schon extrem linear. Und die... Und den Lüftungsschacht am Ende der Fertigung haben wir immer noch nicht gefunden. Okay. Hatten wir nicht irgendwo eine Abkürzung? Was ist denn mit der Tür da eigentlich? Ist auch so ein Fahrstuhl, der versperrt ist. Übersehen oder was? Huh?
So ein bisschen warm machende Pflichtübung, ne? Aber ich muss das da irgendwas übersehen haben, wenn das... Ach so, vielleicht kommt man dann von diesem Spring Tower wieder runter, oder? Also, das ist jetzt ja nur noch Derbelin, ja. Man wird von A nach B geschickt und... Und dann gibt es eine Abkürzung und wenn man die Abkürzung hat, dann... Hey, ich bin's, Lago. Ich lasse die Spring Tower Plattform zu deiner Position fahren. Du solltest sie benutzen können, um den Heli zu erreichen. Ich hoffe, du findest Chief Helwig, meinen Boss. Ist irgendwie ein Arschloch, aber halt auch mein Chief, weißt du? Und ich mache mir Sorgen um ihn. Und vergiss nicht, nach der Blackbox Ausschau zu halten. Wir brauchen diese Daten. Plasmatischer Akkumulator. Lag der vorhin ja auch schon? Und wieso hat er nicht gepiept? Plasmatischer Akkumulator? Was soll das denn sein? Ach so, guck mal, der ist... Ah, der ist stärker. Nee. Habe ich das falsch rum eingebaut oder was? 258, ne? Der ist auf Version 2. Plasmatischer Gedöns, wo ist er jetzt? Da. Überschüssige Heilungsenergie wird als temporäre Lebensenergiepuffer gespeichert. Ah. Weil ich ja relativ wenig Lebensbalken habe und 180 pro Injektion, ne? Könnte sinnvoll sein. Na, mal sehen, wie wir da rumbalancieren müssen. Der Boost XL Version 2. Mhm. Okay. Sollen wir jetzt nach oben oder nach unten? Eine Nachricht. Oh mein Gott! Irgendwer muss mir doch antworten können. Hier spricht Milo Durbin. Ich verkaufe bloß Popcorn. Wo sind denn nur alle? Irgendwas ist passiert. Da war so ein Lichtblitz. Das kam von überall und dann ist hier alles aus dem Ruder gelaufen. Leute sind tot umgefallen oder auch total ausgeflippt. Zwei Typen haben sich vor meinen Augen gegenseitig totgeschlagen. Die Maskottchen sind gestört. Die jagen jetzt die Gäste im Park und... Oh mein Gott, ein Hubschrauber fällt vom Himmel. Achtung! Das war doch Ingo Mess, oder nicht? Der Sprecher von Rocket Beans von Game 2. Ich sehe wieder nix. Wo habe ich mich denn hier wieder reinbegeben? Was war das? Ach, hier ist die Versorgungsschacht. Ah, na, hoffentlich macht er den nicht wieder zu, wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Aber das ist ja schon mal eine gute Abkürzung und vielleicht kommen wir hier hinten dann aus der Tür raus, oder? Oh.
eh nichts, Leute. Ich reck mir den Hals aus, aber... Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Ach, jetzt haben wir 3 von diesen Leuchtkugelwerfern. Das ist ja eine Belohnung. Ich weiß nicht. Ging das Geld oder die Zeit aus? Oder warum ist das hier so linear? Oder war das vielleicht am Anfang ein Demo-Level, das dann so nicht mehr verfolgt wurde? Schon komisch. Okay, hier ist ein Fahrstuhl und der führt, glaube ich, direkt vor die Ops. Oder? Was meint ihr? Nee, der fährt hoch. Aufschlagen oder was? Ah, das ist doch gut. Aber das hätte ich ja nun gar nicht gedacht, dass ich hier lande. Okay, aber diese Verbindungsschächte sind halt schon wichtig. Ich hatte gehofft. Oh, da ist ja noch was. Ja, klar. Fahrt schön weiter, Achterbahn. Als würde dieser ganze Park nicht unter euren Füßen versinken. Alles, was sie euch erzählen, sind Lügen. Lügen, Lügen! Ihr habt doch keine Ahnung, wie leicht es wäre, die Megastruktur zum Zusammenbruch zu bringen. Wenn diese, ach so geheime, Containment-Einheit auch nur einmal kurz ausfällt, war's das und bye-bye. Und ihr Schafsköpfe bezahlt auch noch, um hierher zu kommen? Das Urteil ist aber schon ein bisschen hart. Woher sollen die Leute denn wissen, dass das mit eurer Megastruktur nicht so gut gedacht, durchdacht ist? Ja, hier muss doch noch irgendwo eine Abzweigung sein zu diesem anderen Fahrstuhl. Oder der kommt von sehr weit oben, von diesem Firestarter runter oder so. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal ein paar weitere Durchgänge. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Rusty Spring Tower. Da drüben war die kleine Drohne. Okay. Dann war der kleine Abstecher nach unten ja doch gar nicht so schlecht. So. Jetzt bitte keine exzessiven Kämpfe hier auf der Treppe. Das wirkt irgendwie nicht sehr handelbar. Okay, jetzt sind wir ziemlich weit oben. Hängen da noch Leute drin? Das wäre noch krasser. Westliches Plateau, ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Osten ist oder so. Good is new, better than new. Das ist das, was auch Warren angeleitet hat, sich vom Rollstuhl zu lösen, um dann diese Anzüge anzuziehen. Offensichtlich ist das sehr vielen Menschen nicht gut bekommen. Und hier kommst du gleich in der Arena, oder nicht? Oh Mann. Oh, das ist doch hoffentlich nicht sein Team, oder? Ach nö. Ich wusste es doch. Das war der Chief. Jetzt kommen die anderen auch noch alle, oder was? Shit. Oh, ein neues Omnivital Monitor. Hey, ich bin's, Lago.
Was ist da oben denn passiert? Es gab einige Interferenzen. Ich kriege jetzt gerade erst wieder ein Bild rein. Oh mein Gott. Das sieht nach dem Chief aus. Oh Mann. Sein Implantat muss genauso durchgebrannt sein wie beim Rest. Mhm. Aber immerhin hast du die Blackbox gefunden. Gott sei Dank. Du musst sie jetzt sofort zurück zur Servicestation bringen. Vielleicht finden wir ja noch raus, was zur Hölle hier passiert ist. Die anderen Crewmembers sehen auch nicht mehr so gut aus da unten. Oh, hier ist schon mal ein Verletzter oder was? Achtung! Diese streng vertrauliche Dienstanweisung ist nur für Einsatzleiter Hellwig vom Such- und Rettungsdienst bestimmt. Okay. Unautorisierter Zugriff hat eine sofortige Verhaftung und ein Verhör durch den Creo-Sicherheitsdienst zur Folge. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Natürlich. Chief Hellwig, diese vertrauliche Dienstanweisung hebt alle vorhandenen Befehle auf und stammt direkt vom Creo-Vorstand. Ihre neue Aufgabe besteht darin, kontinuierlich in Creo World zu patrouillieren. Auftragsdauer unbegrenzt. Achten Sie im Park auf ungeklärte strukturelle Ausfälle. Im Falle eines Containment-Lags erstatten Sie unverzüglich der Vorstandsebene Bericht. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eher sowas wie alle eliminieren, die man sieht, als Zeugen oder so. Aber offensichtlich nicht. Aber es ist halt wirklich nichts zusätzlich zu entdecken. Also, ich konnte eben, glaube ich, auch keine unterschiedlichen Kampfzonen auswählen an dem Gegner. Also, es wird immer linearer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es auch nur einfach wieder nicht geklappt mit dem Auswählen der Zonen. Aber es gibt keine Geheimnisse mehr am Rand. Das ist wirklich merkwürdig. Da irgendwie rein, nee. Immerhin durch unseren Wartungsgang kommen wir zum Ende der Folge jetzt auch nochmal zu unserem Operator zurück. Das will ich euch dann doch noch kurz zeigen. Wenn ich so ein bisschen die Sorge habe, dass vielleicht Danger Mouse hier gleich steht oder Eisenmaus oder wie die heißt und uns angreift. Wie kommt man hier an diesen Fahrstuhl ran? Aber der geht nach unten auch, ne? Oh, okay. Das Such- und Rettungsteam braucht Verstärkung. Jetzt bewerben. Ja, ich glaube auch, dass sie Verstärkung braucht. Du bist sicher. Man findet auch nichts Sinnvolles, also so aufgerüstete Mark III Sachen und so. Das ist wirklich nicht wirklich gut abgestimmt, habe ich den Eindruck. Oh, was ist das? Hey Mama, ich bin Slago. Hör mal, ich schaff's nicht, Weihnachten nach Hause zu kommen und ich weiß, das wird Opa gar nicht gefallen. Aber es gibt dafür wirklich gute berufliche Gründe. Nicht direkt eine Beförderung. Es ist sogar so, dass ich gekündigt habe. Ich bin nicht mehr bei der IT von Creonet. Ich weiß, in 10 Jahren hätte ich leitender Techniker sein können, aber was soll's. Ich bin jetzt beim Such- und Rettungsteam, Mama. Ich habe schon so viel Zeit meines Lebens vor einem Bildschirm vergeudet. Endlich kann ich Leuten wirklich helfen. Naja, andererseits war es hier vor Bildschirmen in diesen Anlagen auch nicht wirklich sicherer. Was gibt's zu erzählen? Ich kann nicht glauben, was meinem Chief zugestoßen ist. Ich kann's nicht fassen. Gab es wirklich keinen Weg, den Chief zu retten? Da war ja so ein... ich meine, der war jetzt nicht direkt mein Freund. Ist nur so... ich habe ihn halt lange gekannt und so. Das gilt bestimmt für viele hier. Schätze mal, wir müssen nach vorne schauen. Der Rest meines Teams könnte immer noch da draußen sein. Mhm. Und immerhin hast du die Blackbox, oder? Richtig. Hier ist die Blackbox. Hoffen wir mal, dass sie uns ein paar Antworten liefern kann. Unglaublich, dass das Ding nach dem Absturz noch intakt ist.
Ich sollte einige nützliche Daten daraus holen können. Lass mich mal schnell einen Scan machen und nach hilfreichen Sektoren suchen. Die Blackbox müsste uns sagen können, warum ihr abgestürzt seid, oder? Okay, jetzt geht's los. Das hier bestätigt, dass es eine Energiekaskade quer durch das gesamte Netzwerk gegeben hat. Unmittelbar bevor die Steuerung des Helis ausgefallen ist. Ich kann dir nicht sagen, was die ausgelöst hat. Ja, sieht definitiv danach aus, als hätte die Kaskade alle Cryonet-Implantate überladen. Die Energiemengen sprengen jeden Rahmen. Mein Gott. Den Leuten wurde buchstäblich das Hirn im Schädel gegrillt. Oh, also doch Zombies. Kein Wunder, dass die Hälfte der Leute da draußen tot ist und die anderen hohläugige Irre sind. Was noch auf der Blackbox? Sag mal. Konntest du irgendwelche brauchbaren Daten aus dem Ding holen? Moment mal. Was ist das denn? Ein Missionsbriefing, direkt vom Vorstand an Chief Helwig geschickt, vor Monaten. Mhm. Ah, kann ich nicht aufmachen. Das ist eine sehr starke Verschlüsselung. Moment mal, wir haben es doch gehört. Oberste Kategorie, super vertraulicher Scheiß. Ich muss das hacken. Ich weiß, das ist an sich vertraulich und so, aber das hier ist eine Extremsituation, oder? Ich werde das sowas von hacken. Wird vielleicht nicht leicht werden. Dauert vermutlich eine Weile. Okay. Viel Glück da draußen. Und wir suchen immer noch unseren Lüftungsschacht jetzt bei uns. Wow. Schön mit der Ruhe. Du da, in dem schweren Exo-Rig. Wir stehen hier so ein wenig am Abgrund. Du weißt, was ich meine. Das war jetzt alles. Oh, das reicht ja wieder nicht, oder was? Dieses Booster-Implantat, da könnte man nochmal gucken, das macht 26 plus. Und das hier macht 27. Aber ist halt die nächste Stufe, ne? Also ist ein Mark weniger, aber eine höhere Stufe. Also das ist wirklich verwirrend gemacht hier. Vital Booster XL. Ja, das sind ja einfach das mehr Lebensenergie da ist. Das heißt, wir könnten die hier zerstören. Bisschen was rauspumpen. Also wenn die beiden hier haben, brauche ich den hier auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Verbrauchte Kernleistung plus Energie. Haben wir nicht sowas in der Art eingebaut gehabt hier? Nee, haben wir uns für Ausdauer entschieden, ne? Ach, hier haben wir aber diesen neuen Dingsboost bekommen. Oh. Was macht denn der? Zeigt Balken für die eigene Lebensenergie und die Stabilität des Gegners an und erhöht die maximale Lebensenergie abhängig von der Kernleistung. Okay, das heißt, das können wir jetzt nicht einbauen. Da müssen wir weiter leveln. Nur die Frage ist ja, was müssen wir jetzt hier in diesem Gebiet machen? Wir suchen ja immer noch am Ende der Fertigungsstraße einen Luftschacht. Das ist ja das, was langfristig noch so auf unserer Liste stand. Oh, das reicht ja immer noch nicht. Das ist aber wirklich mühselig. Ich glaube nicht, dass ich davon jemals zwei einbauen werde. Oh, das gibt ja immerhin ordentlich was hier.
Energetische Batterie. Ich habe so den leisen Verdacht, wir werden noch dazu kommen, sowas in der Art einbauen zu können. Drohnenschaltkreis Version 3. Wir haben doch einen Drohnenschaltkreis eingebaut. Oder? Nee, haben wir nicht. Okay, ich bin mir nicht so ganz so sicher, was wir jetzt hier machen müssen. Du bist also zurück, was? Ja, und du hast es immer noch nicht gehackt. Viel Glück da draußen. Okay, liebe Leute, dann werden wir hier Schluss machen und ich werde mir überlegen, was wir als nächstes machen werden. Irgendwie spielen wir das Spiel ein bisschen gegen Strich. Wir sind hier in die Cree World auch erst gekommen, nachdem wir diesen Glitch gesehen haben, wo halt diese Fertigungsanlage durchging durch diesen Cree World, diese U-Bahn. Aber ich habe nicht so richtig eine Ahnung. Jetzt bin ich so schlau wie vor 4 Folgen, wo dieser Lüftungsschacht sein könnte. Aber da suchen wir dann beim nächsten Mal nach. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei seid bei der kleinen Reise in die Souls-like-Spiele hier an The Search von Deck 13 aus dem Jahr 2017. Schaut auch mal gerne in die anderen Let's Plays hinein, zu Lords of the Fallen oder Jedi Fallen Order hat mir auch sehr gefallen. Remnants from the Ashes war ein bisschen sperrig und auch ein bisschen repetitiv, aber ich habe es ja als Singleplayer gespielt und es ist ja eigentlich ein Koop-Spiel. Vielleicht ist das für euch auch interessant. Dann bleibt immer schön neugierig und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's erstmal gut, ciao.